Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte euch nur mal ganz schnell das hier zeigen, was hier am Hang gegenüber findet. Ich habe das jetzt schon ein bisschen herangezoomt, bin also hoffentlich einigermaßen weit weg. Das ist definitiv ein Bau von irgendeinem baugrabenden Tier. Es könnte ein Dachs sein, könnte ein Fuchs sein, könnte aber auch beides sein, dass beides im gleichen Bau wohnt. Tatsächlich darf ich es auch wirklich rechtlich nicht nah rangehen und nachgucken, um rauszufinden, was für einen Bau es sich handelt. Dass es ein Bau ist, sollte auch für den Laien in diesem Fall recht offensichtlich sein. Deshalb habe ich gedacht, ich verweile hier auch mal kurz und zeige euch das ein bisschen. Ihr könnt auch relativ sicher sein, dass dieser Bau tatsächlich belegt ist, wegen eben dieser ganzen ja aufgewühlten Erde um beide Ein-Ausgänge. Drumherum, da ist also definitiv ordentlich Rambazamba ums Loch quasi, was da stattgefunden hat. Und mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, das müsste man jetzt natürlich durch Beobachtung und auch durch Riechprobe, wenn man ans Loch geht, in Anführungszeichen, nachweisen, ob der jetzt nun wirklich belegt ist oder nicht, der Bau. Wobei Riechen ist immer so eine Sache, das ist nicht wirklich hundertprozentig zuverlässig. Aber es ist schon ziemlich wahrscheinlich, da ja jedes Jahr Laub fällt und das Laub von diesem Jahr eigentlich noch nicht so in diesem Umfang an dieser Stelle, speziell da ums Loch rum, hätte weggeweht werden sollen, dass der Bau halt eben belegt ist. Und das bedeutet jetzt erstens, ihr wisst, wie ein belegter, wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Fuchsbau aussieht, weil die Jungfüchse gerne vorm Loch in Anführungszeichen rumturnen und da Rambazamba machen. Und dann sieht das halt eben entsprechend so aus, wie wir es hier sehen. Ja, dass ihr einfach mal wisst, wie sowas aussieht und dass ihr mal wisst, dass ihr euch von sowas, wenn ihr es dann wirklich aktiv durch Zufall findet und feststellt, aha, das ist ein Bau, dass ihr euch dann auch, sagen wir mal, ordentlich weit weg aufhaltet. Wenn ihr es filmen wollt, es gibt ja Kameras, die enorm guten Zoom haben oder entsprechend fotografieren wollt und mal auf der Lauer liegen wollt, ob da nicht unter Umständen irgendwie ein Fuchs rauskommt und das wirklich auf richtig große Entfernung tut. Dann könnte das noch im Rahmen des Tierschutzes vertretbar sein, aber nah hingehen und die wirklich stören und mal gucken, oh, wohnt da einer drin oder nicht und ins Loch reinschauen und so weiter. Das ist eigentlich, wenn man das jetzt nicht wirklich Baujagd betreibt und dafür entsprechend ausgebildet ist, ist das nicht zulässig. Ob Baujagd, auch wenn man dafür ausgebildet ist und es entsprechend betreibt, ohnehin eine gute Idee ist, das ist auch schon wieder was, was fragwürdig ist. Aber ja, das sind so die Überlegungen, die man diesbezüglich anstellen kann. Ich wollte es euch nur mal einfach gezeigt haben, damit ihr das mal gesehen habt. Und ja, schlauer werden wir nicht als mit diesem Bild, weil näher ran traue ich mich eben, wie gesagt, nicht. Ich will die wirklich nicht zum Umziehen zwingen. Ach so, ja, vielleicht noch zugesagt, wenn das ein Fuchsbau ist, der belegt ist und der Fuchs wird gestört bei der jungen Aufzucht, dann in der Regel zieht sie, beziehungsweise er, sofern er mithilft, was ja meistens der Fall ist, dann ziehen sie um in einen anderen Bau. Und das möchte ich denen nicht zumuten, weil dieser Bau sieht irgendwie ganz gemütlich aus. Von daher, das war es in diesem Sinne auch schon wieder und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.